Am Samstagabend wird die monegassische Fürstenfamilie vom Discofieber gepackt. Unter genau diesem Motto findet am 23. März der Bal de la Rose statt. Neben dem sensationellen ersten Auftritt von Fürstin Charlène nach 10 Jahren ist Charlotte Casiraghi der Hingucker des Abends. In einem langen, fließenden Kleid beweist die älteste Tochter von Caroline von Hannover einmal mehr ihr sicheres Gespür für Mode. Das Kleid des Modelabels Chanel besticht durch ein gewagtes Detail. Ein sehr hoher Schlitz gibt den Blick auf die Beine der 37-Jährigen frei. Mit einer schwarzen Klatsch, schlichtem Schmuck und offenen Haaren lenkt nichts von ihrem elfenhaften Look ab. Nach der traurigen Trennung von Dimitri Rassam sah man die Zweifachmama kürzlich an der Seite von Nicolas Mathieu, einem renommierten französischen Schriftsteller, gemeinsam durch Paris schlendern. Das neu gefundene Glück strahlt sie beim Rosenball ebenfalls aus. Einfach zauberhaft.